Lieben und herzlich willkommen zu Testy Taste. Für die mich noch nicht kennen, ich heiße Laura. Und ja, es ist spät. Ja, ich habe schon meinen Schlafanzug an. Aber was habe ich gesehen bei Hatice Schmidt? Gerade das neueste Video, wo es um Yoga-Skin ging. Und es hat mich so interessiert und es hat mir so Bock gemacht, das jetzt irgendwie nachzumachen, dass ich mich jetzt echt um 10 Uhr hier hinsetze und ein Video für euch. Weil ich will das mit euch testen, ob das wirklich so klappt, dass es so ein mega glowiges Ergebnis gibt. Glücklicherweise habe ich auch alles hier, was wir dafür brauchen. Und deswegen startet am 1. auch mein Adventskalender und das wird mal so ein bisschen was anderes, weil ich bin es einfach leid, so diese 0815 ständig schon im Oktober ausgepackten Adventskalender zu machen. Deswegen gibt es da, ich verrate es euch jetzt schon, im Prinzip einen Look, der schon ganz oft angefragt worden ist, sei es bei Instagram, auch da heiße ich übrigens Testy Tasty, oder auch hier, und den habe ich fertig geschminkt in 24 Türchen, gebe euch zu diesen einzelnen Tools, zu den einzelnen Beauty-Produkten immer Tipps, dass ihr im Prinzip am 24. diesen Look auch selber nachschminken könnt. Ich hoffe, euch gefällt die Idee und ihr seid jeden Tag mit dabei. Also wie gesagt, ab dem 1. immer einschalten. So, wir starten. Und zwar hat sie das, also die Hatice von Sarah Hill Make-up, ich habe es gerade mal so bei Instagram gecheckt, ja, so ein bisschen nachgemacht, beziehungsweise auch ausprobiert. Ich habe es jetzt aber allerdings durch Hatice Schmidt entdeckt. Was wir dafür brauchen, ist erstmal Primer. Ich benutze da jetzt den Essence Fresh and Fit Primer, wobei der allerdings auch schon so ein paar Schimmerpigmente hat. Und nehme da wirklich so eine kleine Menge, das sagt sie. So, als nächstes brauchen wir eine Foundation, und zwar eine wasserbasierte Foundation. Und da würde ich jetzt einfach hier diese NYX nehmen. Ganz ehrlich, ich bin nicht sicher, ob sie wasserbasiert ist, weil da einfach nichts draufsteht. Und davon sollen wir 3 bis 4 Pumpstöße nehmen. Ich mache dann jetzt einfach mal so Tropfen, würde ich sagen. Übrigens soll diese Foundation leicht bis mitteldeckend sein. Dazu brauchen wir einen Tropfen Gesichtsöl. Da nehme ich hier mein Arganöl. Beziehungsweise ist das bei mir jetzt ein Pumpstoß, weil ich hier so einen Sprühaufsatz habe. Keine Ahnung, wie es heißt. Als nächstes brauchen wir noch einen Liquid Highlighter. Auch da habe ich einen von Essence aus der Made to Sparkle Reihe. Ja, Fokus. Da. Und davon nehmen wir halt wirklich wieder einen Tropfen. Und sie sagt dann aber auch noch, dass wir dazu so einen... Wieso kommt denn da jetzt nichts raus? Hallöchen. Ja, oh, das war viel. Einen Glitter Highlighter brauchen. Also einer mit ein bisschen groberem Glitzer. Und da benutze ich den Born to Glow von NYX und gebe dann da auch einfach wieder so einen Tropfen, beziehungsweise ist das eher so eine Creme, die gebe ich jetzt mit hier rein. Als nächstes müssen wir das Ganze in den Händen verreiben, und zwar richtig, dass es so eine Emulsion wird. Und das fühlt sich echt eklig an. Also ich trage Foundation nicht gerne mit den Händen auf, muss ich ehrlich sagen. Ja, und wir verreiben es einfach jetzt im Gesicht. Jetzt muss ich natürlich gucken, weil ich das Augen-Make-up schon fertig habe, dass ich das auch nicht jetzt wieder zerstöre direkt. Und verreibt das Ganze und wirklich so ins Gesicht rein. Ich habe jetzt auch keinen Porefiller oder sonst irgendwas benutzt, sondern einfach jetzt nur die Foundation mit den ganzen Produkten, die sie empfohlen hat. So, das Ganze ist eine ziemlich leichte Textur jetzt. Also es ist wirklich, ich vermute, es ist auch ein wasserbasiertes Make-up, weil das halt wirklich so eine ganz... ja, flüssige Konsistenz auch hat. Und massiere das Ganze in mein Gesicht ein. So, man geht auch nicht mit einem Beauty Blender oder sonstigen nach, sagt sie, sondern lässt das Ganze halt wirklich da, wo es ist. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Also ich würde sagen, es kann sich sehen, dass es nicht so extrem glowy wie bei Hatice, muss ich sagen. Aber wahrscheinlich auch, weil sie einfach andere Produkte verwendet hat. Aber es gibt so einen ganz schönen Glow, ist allerdings eine etwas zu helle Foundation für mich. Aber darum geht es ja jetzt gar nicht in dem Moment, sondern wirklich halt, was ist das Ergebnis. Und das ist wirklich ein schönes, glowiges Ergebnis, muss ich sagen. Für meinen Geschmack finde ich das eigentlich perfekt, weil das halt auch so ein bisschen Unebenheiten kaschiert. Ist jetzt ein krasser Kontrast hier, dieses helle Make-up einfach mit dem Pink. Aber wir gucken jetzt mal weiter, was sie noch sagt. Und zwar soll man jetzt die weiteren Schritte, sie settet nicht, hat sie Chart gesettet in ihrem Video, ich mach's nicht. Die weiteren Produkte wie Bronzer oder Blush soll man jetzt wirklich auch Cream auftragen. Und das habe ich tatsächlich. Und zwar ist das einmal dieser Cream Highlighter bzw. Bronzer von NYX. Das ist so ein Stick, ich würde eher fast sagen ein Foundation Stick.
Und ich gebe das jetzt wirklich, also gar nicht so Richtung Contour, sondern einfach nur so ein bisschen, um die höchsten Stellen von meinem Gesicht aufzuwärmen. Und auch das werde ich jetzt wieder mit den Händen einmassieren. Ich bin gespannt, wie es klappt. Ja, es funktioniert eigentlich ganz gut, weil, wie gesagt, auf Pinsel und so wird halt komplett verzichtet. So, jetzt die Bäckchen. Sieht schon ziemlich gesund aus, finde ich. Auch der Glow geht nicht verloren durch den Bronzer, sondern verteilt sich eher wieder mit drin. Und als Blush gebe ich das Vivid Blush Lacquer von Revolution, also Make-up Revolution auf. Und da muss ich echt vorsichtig sein, weil das super pigmentiert ist. Also ich nehme da wirklich nur so einen ganz, ganz kleinen Tacken, weil das so heftig ist. Und ich möchte jetzt hier nicht so gleich so rosifarbene Apfelbäckchen haben. So. Wo ist es denn da? Ihr seht, was ich meine, oder? Sieht man es? Doch. Schön rosa. Und das massiere ich jetzt auch wieder einfach mit ein. Gehe ruhig so ein bisschen hier oben mit über die Augenbraue. Andere Seite natürlich auch noch genauso. Und da habe ich natürlich zu viel erwischt, ihr seht es. Aber egal. Das können wir auch wieder ein bisschen ausblenden. Das ist ja das Schöne, wenn man einfach so wirklich nur cremige Produkte hat, finde ich. Man kann immer wieder einarbeiten, immer wieder blenden. Also das finde ich echt ganz gut. Ich mache jetzt aber den Rest einfach hier auf die Seite, weil im Prinzip, wenn es eingearbeitet ist, sieht es gar nicht zu viel aus. Sieht jetzt einfach so gesund aus, so ein bisschen frisch, finde ich. Und als nächstes, was haben wir als nächstes? Concealer. Und da nehme ich den Catrice Camouflage. Den benutze ich ja eigentlich fast immer. Und auch den werde ich wieder mit den Händen einmassieren. Ich bin gespannt, wie das so funktioniert. Geht den hier noch ein bisschen drauf, so. Oben auf die Stirn jetzt gar nicht so, weil ich so diesen Glow jetzt nicht damit abdecken möchte, weil das halt schon ziemlich stark pigmentierter Concealer ist. Hier vielleicht so einen ganz kleinen Tacken. Jetzt klopfe ich das eher so. Und auch das wieder super schönes Ergebnis. Ich würde sagen, wir tragen noch ein bisschen Lippenstift auf. Und da habe ich auch so ein richtig heftiges Pink rausgesucht, den Vibrant Shock von Essence. So sieht's aus. Dann empfiehlt sie noch ein nicht alkoholbasiertes Setting Spray. Habe ich leider nicht. Aber ich benutze einfach das Balea Tom Perfektion Spray, um halt diese hydratisierende Wirkung nicht einzuschränken durch den Alkohol, weil der ja wiederum ein bisschen austrocknet. Da dieser Look aber wieder nur für euch war und für Instagram, folgt mir da auch sehr gerne, ist es bei mir jetzt gar nicht so schlimm. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, war so ein ganz spontanes anderes Video. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Ansonsten lasst mir einen Kommentar da, wie es euch gefallen hat, ob ihr es selber schon mal ausprobiert habt oder ob ihr eher so der Setting-Powder-Typ seid. Würde mich total interessieren. Ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video und natürlich zu meinem Adventskalender. Tschüss und schönen Abend euch, eure Lara.